Erstens, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dorthin gegangen ist, war er nicht alleine. Hätte er bei Bahira gelernt, dann hätte doch Abu Talib, er war der Erste, es war eine Karawane, das war nicht Abu Talib und der Rasul alaihi salatu wasallam alleine, sondern das war eine Karawane, da waren mehrere. Das heißt, die Feinde des Propheten sallallahu alaihi wasallam hätten doch eindeutig gesagt, ja Sekunde mal, du warst doch bei Bahira ganz allein und dann hast du es bei ihm gelernt. Aber warum kamen die Mekkaner nicht auf diese Idee, auf diesen Einwand? Ja, er war nicht alleine. Das heißt, Abu Talib hat das mitbekommen. Er war ja dabei. Und Bahira sagte doch zu Abu Talib, achte auf diesen Jungen. Achte auf diesen Jungen, denn seine Angelegenheit wird noch eine große Angelegenheit sein. Und zu dieser Zeit, warum ist Abu Talib zurück nach Mekka? Zu dieser Zeit war man bereits auf der Suche nach einem Propheten, der entsendet werden sollte. Und deswegen sagte Bahira, pass auf diesen Jungen, da gibt es schon Leute, die suchen nach einem. Und er hat die Merkmale, weil in der Bibel findet man Merkmale des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Woche habe ich mit Sheikh Nail, möge Allah ihn bewahren, geredet. Und zwar sagte er, und das findet man im Buch, hat er erwähnt, sagte er, der Glaube an die Propheten, ja, bei Darul Kitab. Und zwar Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, hatte Bibelexemplare, die heute nicht vorhanden sind, in denen der Name Muhammad explizit erwähnt wird. Bibelexemplare. Und das kann man also, wie gesagt, in diesem Buch nachlesen. Also, Bahira wusste, dass ein Prophet kommen wird. Das wussten die Juden genauso. Die Christen wissen das, die Juden wissen das. Isa a.s. hat versprochen, es gibt einen Propheten, der heißt Ahmed. Auf jeden Fall, und deswegen hat er ihn gewarnt und ihm gesagt, pass mal auf, geh zurück. Also hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht von Bahira lernen können. Erst einmal, die Zeit war kurz, und das, was im Koran steht an Fakten, an Details, das lernst du ja nicht, das ist ja keine Bluetooth-Übertragung, dass du dann sitzt sich nebendran, zack, hat er die Infos und geht nach Hause. Das heißt, es war keine Situation, wo er lange lernen kann. Also kann das schon mal nicht stimmen. Die zweite Reise war mit der Karawane Khadijas, radiallahu anha, sie war ja eine Kauffrau, und sie hatte ihn ja kennengelernt auf diesen Reisen, denn er war zuständig, alaihi salatu wassalam, für ihre Ware, ja, ihr Handel. Und Ar-Rasul alaihi salatu wassalam war also jemand, der war mit dem Handel beschäftigt. Und er war schriftunkundig. Was soll er bitteschön jetzt, selbst wenn er in Asch-Scham, ja, das zweite Mal dort ist, was soll er denn lesen? Er kann nicht lesen. Wie soll er also diese Information bekommen haben? Und nochmal, das war eine Karawane, er war nicht alleine. Und das habe ich immer wieder erwähnt, wenn Abu Jahl und Abu Lahab und Umayyah und wie sie alle heißen, diese Anführer Mekkaner, wenn die nicht auf eine Idee kommen, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam bloßzustellen, dann weißt du, diese Idee ist Unfug. Keiner von diesen Mekkanern sagte, Sekunde mal, wie war das nochmal, bevor du Khadija geheiratet hast? Oh, warst du doch in Syrien oder nicht? Ah, da, bitteschön, da habt ihr es, er hat es dort gelernt. Wenn die Mekkaner das nicht mal gesagt haben, dann weißt du, dieser Einwand ist ein leerer Einwand. Sonst hätten sie diesen Einwand als allererstes erwähnt. Doch die Orientalisten versuchen, irgendwas so rumzubiegen, sodass es anschaut, als ob der Rasul alaihi salatu wassalam gelernt hätte von ihnen. Eine dritte Person ist Waraqa. Wer ist Waraqa? Ja? Der aus der Bibel rezitiert, also der Bibelkundige, der Familie von Khadija.
Genau, das war der Cousin von Khadija radiallahu anha. Als Rasul alayhi salatu wassalam die Offenbarung bekam, und das ist jetzt der nächste Punkt, ab der Offenbarung hat der Prophet sallallahu alayhi wasallam gelernt von Christen oder Juden, nachdem er Prophet wurde. Bevor er Prophet wurde, gibt es nur diese zwei Momente. Entweder als Kind, als er 12 Jahre war, kann nicht sein, oder während der Handelsreise gibt es auch keine Beweise. Sind nur Vermutungen. Und noch einmal, nicht mal die Mekkaner kamen auf diese Idee, das als Einwand zu erwähnen. Jetzt, was ist, nachdem er Prophet wurde? Ja, hier haben wir Waraqa ibn Nawfal, also der Cousin von Khadija radiallahu anha. Und er hat ihn begegnet, ja, aber er hat nicht lange mit ihm geredet. Dieses Treffen, da ging es darum, dass Khadija radiallahu anha ihren Cousin gefragt hat, was ist das, was der Prophet gesehen hat, alayhi salatu wassalam. Dann sagte Waraqa, das ist derjenige, der auch zu den Propheten vorher gekommen ist, also Jibril, alayhi salam. Und wenn ich jung und kräftig wäre, dann hätte ich dich verteidigt, wenn dein Volk dich verbannt und aus Mekka rausschmeißen wird. Da fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, werden sie mich verbannen? Da sagte Waraqa, jeder, der mit dieser Botschaft gekommen ist, wurde angefeindet. Also es gibt niemanden, der in Ruhe gelassen wurde. Das heißt, es kam nicht zu einem anderen Thema. Er hat ihm nicht gesagt, hör mal zu, ich bring dir jetzt was bei. Okay, guck mal, Pharaon hat das gemacht und Pharaon, das war bei Musa und der von Yusuf, das war kein Pharao, sondern das war ein König. Und in der Bibel, das ist nicht richtig, das fand gar nicht statt, solche Gespräche. Aber wir sehen im Koran, wie der Koran vieles widerlegt, was in der Bibel erwähnt wurde. Ein weiterer Name, der bei dieser Thematik auftaucht, ist Ubaydullah ibn Jahsh. Und der soll bei der Reise nach Abessinien vom Islam abgefallen sein und das Christentum angenommen haben. Und das stimmt aber nicht. Ja, also das ist nicht authentisch. Also von der Überlieferungskritik her, von der Hadith-Wissenschaft ist das nicht authentisch. Der nächste der Kandidaten, von dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelernt haben soll, heißt Uthman ibn al-Huwayrith. Und er verließ Mekka und ging nach Scham, wo er auch 3 Jahre vor der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Ja? Also, und es wurde nie überliefert, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen hätte. Und noch einmal, die Feinde des Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst sind nicht auf diese Gedanken gekommen. Auch Medina vor Ort, also zur damaligen Zeit, war kein Ort, um einen Koran zu erfinden. Denn bereits in Mekka wurden 86 Suren offenbart. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, Sekunde. Okay, Ascham war nicht und so weiter. War der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht in Medina? Ja, war er. Gab es dort nicht Juden? Ja, gab es. Also er hat es von den Juden. Und was mit den mekkanischen Suren? Der Kontakt zu den Juden fand erst nach der Hijra statt und nicht vorher. Was mit den 86 von 114 Suren sind mekkanische Suren? Was heißt mekkanische Suren? Also Suren, die vor der Hijra offenbart wurden. Also ist dieser Einwand auch falsch. Also es kann nicht sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Koran von den Juden bekommen hat. Und selbst die medinensischen Ayat und Suren, die widerlegen das Judentum. Also es ist ja nicht so, dass er das dann übernommen hat. Sondern diese Ayat und Suren widerlegen ja das Judentum, kritisieren das Judentum. Also hat er nicht einfach das übernommen von den Juden. Und wir hatten ja schon mal erwähnt, die Tora selbst war nicht auf Arabisch. Und die Bibel war auch nicht auf Arabisch. Zur damaligen Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ein Beispiel für die Kritik des Judentums in Surat Ali Imran. Allah sagt, O Leute der Schrift, warum streitet ihr über Ibrahim, wo die Tora und das Evangelium erst nach ihm als Offenbarung herabgesandt worden ist? Begreift ihr denn nicht?
Also Rasul alayhi salatu wassalam widerspricht den Juden und Christen. Ihr sagt, ihr folgt Ibrahim alayhi salam. Aber die Tora, hat sie Ibrahim bekommen? Nein. Das Evangelium war bei Ibrahim a.s.? Nein, Ibrahim a.s. lebte vor Musa und Isa. Wie könnt ihr dann behaupten, ihr folgt Ibrahim a.s.? Er war kein Jude und kein Christ, sondern er war ein gläubiger Mensch, ein Gottergebener. Und Allah azzawajal sagt, und die Juden sagen, Allahs Hand ist gefesselt. Ihre eigenen Hände seien gefesselt und sie seien verflucht für das, was sie sagen. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat hier in diesen Ayat die Medinenser, also die jüdischen Medinenser, widerlegt. Sie haben etwas behauptet und Allah Azza wa Jal offenbart etwas anderes. Also kann es nicht sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von den damaligen Juden den Koran gelernt hat oder übernommen hat.